vorstellen. So, ich war noch nicht oben. Hier geht's hoch. Ach, und da rechts war ich auch noch nicht. Mein Gott, dieses Krankenhaus ist viel zu groß. Oh Gott, was ist mit dir los? Good evening, Miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. Sterblicher. Ist sie vielleicht auch ein Vampir? I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Ich glaube aber nicht, dass sie einer ist. Sie ist einfach durchgeknallt. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. Okay, das klingt nach was ganz anderem als das, was wir fühlen. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog or bat. Ah, so läuft das also bei Vampiren, ja? Hast du ein bisschen Bücher gelesen heute Nacht, oder? Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Falsche Ziel. Cool, ich bekomme jede Menge Aufträge. Das gefällt mir. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Hm? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Okay. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Herrin der Dunkelheit. Herrin der Dunkelheit hat aber noch gar nicht gesagt. Über den Gebrauch von Knoblauch und Holz fehlen. Spät. Boah, hier sind so viele Leute. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Jetzt gar nicht so schlimm aus, das Gesicht. So auf den ersten Blick. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Also psychisch meint er wohl. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away.
Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Won't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Okay. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain. Boah, das ist schon krank, was die beiden da machen für ein Spielchen. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard Syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Goodbye for now, Mr. Elwood. Interessant. Sie hat also hier quasi so eine Art Bündnis gefunden, den sie hier beißen kann. Verrückter Typ. I cannot enter. So, auf wen wartest du hier? Oh, der ist voll schick gekleidet. Sieht auf jeden Fall nicht krank aus. Und der hat irgendwie so eine. Der hat ein Kreuz um den Hals, oder? Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things. Ach, der ist das. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Hi, Lena. Du bist auch auf der Arbeit. Mein Gott, alle sind so am Arbeiten und sind dabei auf Twitch. Den Job will ich auch haben, den ihr macht. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Horcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Ja, ich sitze ja auf der Arbeit auch am PC, aber mein Chef würde mich, glaube ich, ein bisschen komisch angucken, wenn er dann mal bei mir im Büro vorbeiläuft und mich fragen, warum ich Kopfhörer auf habe. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Who should I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare.
No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Also ich arbeite, ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Das ist technischer Vertrieb. Also ich muss auch sehr viel auch telefonieren, bin aber auch sehr viel unterwegs. 50% der Zeit bin ich gar nicht im Büro, sondern bei Kunden oder im Auto. Ich vermittle quasi Ingenieure, kurz gesagt. The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Ja, mein ganzer Beruf besteht quasi aus Sprechen. Also, ich habe bestimmt. Also, ich habe eigentlich immer Vorstellungsgespräche, die ich führen muss, Meetings, Kundentermine, Telefonkonferenzen, Telefonanrufe. Es ist ganz selten, dass ich mal nicht gerade entweder spreche oder zuhöre. Ein bisschen Bürokram ist natürlich auch dabei, wo ich Sachen abarbeite, irgendwelche Verträge schreiben oder so. Aber das ist immer so stundenweise. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares. Als was arbeitest du? Not even criminals. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care. Okay, das ist geil. Thank you, sir. I believe all I need is rest. Für was machst du denn genau, UIs? Und mein Gelaber lenkt euch dann nicht ab, oder was? What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. Ein Browser-Spiel. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Kenne nicht viele Browser-Spiele. Browser-Spiele waren nie so mein Ding. Das Einzige, was ich längere Zeit gespielt habe, war Shakes and Fidget. Vielleicht arbeitest du ja sogar dafür. Das wäre cool. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon? Wo Shakes and Fidget, glaube ich, zu klein ist. Oder? Da werden wahrscheinlich nicht so viele Leute dran arbeiten. Word. Es kommt immer darauf an, was ich mache. Wenn ich mich konzentrieren muss, höre ich Musik. Und wenn ich wie gerade was Triviales mache, dann höre ich Streams. Shakes and Fidget, ja. Shakes and Fidget habe ich immer geliebt damals. Have you made friends? Ich liebe auch diesen really. Zeichenstil von. Wie heißt der nochmal? Oscar Panier, glaube ich, ne? Der die Zeichnung macht. Ich liebe den Zeichenstil von dem Typen. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. Oder Trevian. To be truly honest, aber denk dir nix. Meins sind Browser-Spiele auch nicht. Trevian oder Travian oder wie auch immer, das kenne ich gar nicht. Aber wie gesagt, ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich kenne eigentlich auch nur die Browser-Spiele, die man so aus der Fernsehwerbung kennt, weil die dauernd da in der Fernsehwerbung laufen. Da könnte ich dir jetzt aber auch keins nennen, wie die da heißen. Clash of Clans und so einen Scheiß kenne ich. Obwohl, kann man das überhaupt im Browser spielen oder ist das mehr so ein Handyspiel? Aber ich spiele weder am Handy noch im Browser. Gott, wie groß ist dieses Krankenhaus? Ich dachte, wir wären jetzt unten. Ich dachte, wir wären jetzt unten einigermaßen fertig, aber. Ein langer Brief. Oh ja, wir haben ja noch nicht genug gelesen gelesen und vorgelesen. Es gibt sogar Travian oder Travian Werbespots. Okay, wo laufen die? Guck nur RTL 2 generell. Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Dieses Krankenhaus und diese Logik sind echt lang. Ja, das ist echt. Ich will auch niemanden langweilen, aber das ist halt mein Spielstil. Also es ist jetzt auch nichts, nicht meins, hier drei Leute anzusprechen, dann erstmal ein bisschen zu schnetzeln und später die nächsten drei Leute anzusprechen. Ich ziehe das jetzt voll durch. Also
Das, wer das nicht sehen will, der muss da jetzt durch. Pech. Hallo Schwesterchen, wie läuft es in der großen Stadt? Hier in Brum? Was ist Brum für eine komische Stadt? Ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da und in der Nachbarschaft gibt es viele Neuerkrankungen. Ach, die Grippe. Nee, ich dachte schon, hä, welche Grippe denn? Ist irgendeine Band in der Stadt und deswegen ist nicht die Stimmung nicht gut in Brum? Ist das wie bei Wacken und dann kommen zu viele Leute oder was ist da los? Erinnerst du dich noch an Miss Scheller, diese fiese alte Schnapsdrossel aus dem zweiten Stock? Sie ist vor 2 Tagen gestorben und ihre Wohnung ist bereits wieder vermietet. Mensch, man müsste mir schon eine Menge Geld bieten, damit ich in einem Bett schlafen würde, in dem erst vor ein paar Stunden eine Frau an der Grippe gestorben ist. Tut mir leid, dass ich mir mit der Beantwortung deines letzten Briefs Zeit gelassen habe. Weil der kleine Paul, Mama, Papa und meine Arbeit in der Fabrik mich derart auf Trab halten, finde ich kaum Zeit, meine Lieblingsschwester zu schreiben. Übrigens lässt mein Sohnemann Grüße an sein Tantchen Pippa. Ah, an Pippa ist das ausrichten. Du solltest den kleinen Quengelkopf mal sehen. Er treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn. Und Mama sagt, du sollst ein paar dieser fantastischen Kuchen mitbringen, wenn du die nächsten Male nach Hause kommst. Im letzten Brief schriebst du mir, dass du überzeugt bist, deinen Job in Pembroke zu kündigen. Ich finde, das solltest du dir besser zweimal überlegen, Pip. In der Fabrik gibt es immer Arbeit, aber die Löhne sind beschissen und es ist so langweilig wie ein Tag ohne Sex. Okay. Oh, ich habe einen neuen Freund. Und nein, ich bin keine Schlampe, du Moralapostelin. Aber trotzdem. Ich meine, okay, wenn man einen neuen Freund hat, ja, aber ein Tag ohne Sex ist langweilig. Mein Gott, die muss irgendwie ja ziemlich besessen sein. Ein paar Tage ohne ist jetzt auch nicht so schlimm. Das sage ich als Mann. Wenn du also wirklich hinschmeißen und was Sinnvolles tun willst, als jeden Morgen Tote zu zählen, solltest du vielleicht besser in London bleiben und dieser Gruppe beitreten, von der du immer erzählt hast. Diese Wachen von Priven oder so. Hab noch nie von denen gehört und wenn es wirklich eine Art Miliz ist, die etwas verändern will, ist sie vielleicht das Richtige für dich. Aber spiel bitte nicht die Heldin. Das hat meine arme Billy in Frankreich das Leben gekostet. Er hat zu viele Stoßtrupps angeführt. Verdammter Krieg. Wie dem auch sei. Komm so schnell wie möglich mal wieder her und halte mich bis dahin auf dem Laufenden, wenn es gute Neuigkeiten gibt. Viele herzliche Grüße von Lucy, Paul, Mama und Papa. So, wo bin ich jetzt? Boah, ich habe keine Ahnung, ich schaue gar keinen Fern. Ich glaube auf Pro7 liefen die mal, okay. Pro7 schaue ich eigentlich schon ab und zu mal zumindest. Ja, das Spiel ist halt so. Es ist halt, man merkt es, was die Dialoge und die Briefe angeben und so. Ah, ich wusste, dass ich jetzt einen Hinweis bekomme für Pippa. Man merkt halt, dass es von der Macher von Life is Strange ist. Und so habe ich das Spiel auch erwartet. Ich war mega erstaunt schon fast, als ich in der ersten Spielstunde direkt hier irgendwelche Trash-Gegner, so nenne ich es jetzt mal, angegriffen habe und besiegt habe. Und dass es wirklich so ein richtiges Kampfsystem gibt. Also es ist ja schon fast, also, ja, jetzt mit Dark Souls zu vergleichen, wäre eigentlich eine Beleidigung an Dark Souls. Aber es gibt ein Kampfsystem, was Dark Souls zumindest ähnelt. Und das habe ich irgendwie gar nicht so erwartet. Ich habe mich vorher halt mit dem Spiel nicht beschäftigt. Hab hier halt ein Vampirspiel erwartet, was halt eine sehr dialoglastige Richtung geht. Und mit, ich bin halt davon ausgegangen, dass ich nur Leute töte. Also, dass ich nur Leute töten kann und dann quasi diese Entscheidung auch getroffen habe und die Leute dann auch tot bleiben. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es so richtige Kämpfe gibt mit Trash. Nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ich finde es trotzdem gut. Also, ich finde es sogar besser, so, wenn es noch diese Trash, so ein bisschen Action-Rollenspiel. Ich hätte jetzt eher so ein dialoglastiges Rollenspiel erwartet. Was es auch ist. Aber es gibt halt auch die Action. Swansea. Ich weiß nicht, wo schaue ich hier oben als erstes mal hin? Könnten wir in mein Büro gehen eigentlich? I cannot enter. Komisch, dass hier Türen verschlossen sind, ne? Das Swansea hat keinen Bock auf uns. Frag mich aber trotzdem, wo die Krankenschwester ist. Scheinbar liegen hier oben auch noch ein paar Patienten, oder? Vielleicht läuft die ja hier rum, die gute Pippa. Ach nee, das ist hier der... Wie nennt man das? Der OP-Saal, ne? Oder... würde man sagen. T. Elwoods Patientenakte. Okay, schauen wir uns das mal an. Ich dachte dabei auch gestern an Dark Souls. Teilweise dauernd die Bosse auch. Stimmt. Also ich habe bisher jetzt erst einen Boss gehabt.
Aber ja, es erinnert sich ein bisschen daran. Patient Thomas Elwood, männlich, Alter 28, von Dr. Tippetts Behandelzustand ist genesend, 16. September, Datum der Entlassung noch offen. Anmerkung: Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachten ihm die Wunden laut eigener Angaben regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes gaben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortlaufender Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selber die Schuld an der Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom? Was ist das für ein beschissener Name? Gibt es dieses Syndrom wirklich? Normalerweise sind die doch immer nach den Ärzten benannt. Oder der Arzt hieß Überlebensschuld. Dr. Karl Überlebensschuld. Zum Beispiel. Ein Phantomschmerz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Ich glaube eher, dass es sowas ist, ja. Entweder Phantomschmerz oder halt irgendwie irgendwas Psychisches halt, ne? Dass er irgendwie... An Phantomschmerz hatte ich jetzt nicht als erstes gedacht, sondern eher. Ja, eher das. It's locked, all right. Moralisch quasi, sage ich jetzt mal. Oh, Dr. Reed, das ist hier. Hängt mein Schild ja sogar schon. Mein Gott, die sind aber. Die sind immer ganz schön schnell hier.